Herzlich willkommen bei BBB TV. Die Schlagzeilen. SPD, volkstümlich durch Strohballen. Die Linke, Probleme nur geerbt. CDU, hat sie den neuen Ministerpräsidenten? BBB TV traf die Spitzenkandidaten von SPD, Die Linke und CDU. Zuvor eine kleine Sensation. Christoph Schulze von den Freien Wählern hat nach neuesten Umfragen die Chance auf ein Direktmandat. Gewinnt er das, kann die Partei in den Landtag einziehen, auch wenn sie die 5%-Hürde verfehlt. Damit würde er seiner Partei den Weg in das Potsdamer Schloss ebnen. Umfragen sehen die SPD vorn. Wie wir Dietmar Woidke erlebt haben, zeigt der folgende Beitrag. Kein Zweifel, Brandenburgs stärkste Partei ist die SPD. Bodenständigkeit und Volksnähe sind ihre Markenzeichen. So tingelt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke durch die Lande und lässt Strohballenfeste abhalten. Es ist vernünftig und gut, dass Frauen für die Erziehungszeiten der Kinder auch Rentenansprüche erhalten. Und vor allen Dingen müssen wir dafür sorgen, dass Menschen, die 40 Stunden am Tag arbeiten, die 40 Stunden in der Woche arbeiten gehen, müssen auch von ihrem Lohn leben können. Renten und Mindestlohn sind Themen, die zwar die Wähler interessieren, leider wird die Politik dafür aber in Berlin gemacht. Von den drängenden Problemen in Brandenburg ist eher wenig zu hören. So ist das Vergnügen nicht ungetrübt. Zahlreiche offene Baustellen wie BER, Infrastruktur oder Lehrermangel verderben das schöne Bild. Beim Strohballenfest in Glindow haben sich deshalb auch eine Reihe Protestierer eingefunden. Warum sind Sie heute hier? Weil ich ein Signal setzen möchte. Ich möchte Herrn Woidke klar machen, dass wir enttäuscht sind. Wir haben das Volksbegehren vor 2 Jahren gewonnen mit 106.000 Stimmen. Herr Woidke bzw. die SPD hat es gemeinsam mit den Linken angenommen, aber es ist nicht umgesetzt worden. Mike Schubert, Direktkandidat der SPD im Wahlkreis Potsdam-Mittelmark, hat kein Problem mit dem Flughafen. Ich glaube, dass der Flughafen ein wichtiges Infrastrukturprojekt für die Region ist. Er ist unheimlich teuer, mit Sicherheit, und ich hätte mir gewünscht, dass er preiswerter wird. Auf der anderen Seite wissen wir, dass er Arbeitsplätze am Ende schafft. Am Biertisch ist derweil Wohlfühlatmosphäre angesagt. Unter den Genossen ist man sich selbstverständlich einig. Natürlich müssen auch die Reihen der Kritiker angesteuert werden. Bei den lokalen Windmühlenproblemen zeigt sich Dietmar Woidke verständnisvoll. Die Unterschriftenliste zur Verhinderung einer dritten Startbahn am BER mag er nicht unterschreiben, obwohl sich die SPD mehrfach gegen dieses Projekt ausgesprochen hat. Es gibt Parteitagsbeschlüsse, mehr muss man dazu nicht sagen. Die SPD wird zu ihrem Wort stellen. Sind Sie nun beruhigt, dass es keine dritte Startbahn geben wird? Na, ich bin überhaupt nicht beruhigt, und es war jetzt auch keine Beruhigungspille, sondern es war eigentlich eine Unverschämtheit. Die Flughafengesellschaft gehört unter anderem dem Land Brandenburg. Dafür zeichnet Herr Woidke verantwortlich. Er stoppt das nicht. Er stoppt auch nicht, dass mit Geldern der Flughafengesellschaft die Planungen für dritte Bahnen gemacht werden. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass das sehr unehrlich ist. Wir haben ja vorhin die kurze Wahlkampfrede von ihm gehört. Da gibt es ja nur Eitel, Freude und Sonnenschein in Brandenburg. Was meinen Sie, entspricht das den Tatsachen? Naja, natürlich sind ein paar Zahlen verbessert. Das liegt allein schon an der Demografie zum Beispiel. Ja, sind wir einfach in der Erwerbstätigkeit ja abschmelzende Situationen. Wir haben in Berlin langsam eine natürliche Aufwärtsentwicklung. Es ist die Bundeshauptstadt, es gibt eine reiche Kultur. Da kann nicht alles nur schlecht sein. Aber das ist aus meiner Sicht in Berlin wie in Potsdam, dass aufgrund einer guten historischen Substanz, aufgrund der Attraktivität der Hauptstadt, aufgrund von der kulturellen Tradition, die da ist, sich was aufwärts entwickelt, obwohl so schlecht regiert wird. Unsere Nachfrage nach den Problemen in Brandenburg wird kurz und bündig beantwortet. Das größte Problem für Brandenburg ist nach wie vor die Arbeitslosigkeit, ist die wirtschaftliche Entwicklung und ist die Sicherheit der Arbeitsplätze für die Menschen. Ein weiteres Problem ist der Flughafen. Er muss so schnell ans Netz wie möglich, weil wir ihn auch für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes weiter brauchen. Danke. Der verschlingt jeden Monat 17 Millionen Euro. Auf vermeintliche oder echte Kritik reagiert der Ministerpräsident dünnhäutig. Ob ihn das für die Fluglärmgegner am 14. September wählbar macht, werden wir am Sonntag wissen.
Das Thema BER geht nicht nur den Anrainern unter die Haut. Die jahrelange Steuerverschwendung trifft alle Brandenburger. Wie werden die Wähler damit umgehen? Ob BER oder Braunkohle, eine eigene Position der Linken kam nur sehr verhalten zum Ausdruck. Damit wäre die Partei für Dietmar Woidke wieder ein pflegeleichter Koalitionspartner. Ob das aber den traditionell links wählenden Bürgern reicht? 100% sozial, so sagt sie, ist die Linke in Brandenburg. Mit diesem Slogan tourt ihr Spitzenkandidat und Finanzminister Christian Görke durch die Lande. In Rangsdorf trifft er auf ein gut gefülltes Haus und berichtet zum Thema BER. Wir haben, und das gehört auch zu dem, was man, wenn man abrechnet, auch eingestehen muss, wir haben da eine Hypothek übernommen, die ich unterschätzt habe. Am Vormittag des gleichen Tages lud der Minister zahlreiche Medienvertreter nach Schönefeld ein, um sich beim Flughafen zum Stand der Erfüllung des Schallschutzprogramms zu erkundigen. War es also eine Wahlkampfveranstaltung? Wissen Sie, dieses Thema ist existent seit mehreren Jahren. Und unabhängig vom Wahltag, der 14. September kommt und er geht. Und das Thema bleibt. Absicht oder nur schlechtes Management? Warum müssen sich so viele Menschen in einen so kleinen Raum zwängen? Mit avisierten 20 Kolleginnen und Kollegen, ob es nun das Bürgerfernsehen war oder auch verschiedene andere Vertreterinnen und Vertreter der Medien und dann 8 Plätze vorfindet, obwohl die angemeldet sind, dann hat man den Eindruck, man ist da nicht willkommen. Christian Görke hatte einen umfangreichen Fragenkatalog zum Thema mitgebracht. Wenn man die Gesamtzahl sieht, 730 Millionen, da ist da ja noch Luft. Und darüber werden wir uns jetzt ja unterhalten, wie wir das hinbekommen. Das ist wohl wahr. Die Mittel sind bereitgestellt und die Umsetzung muss jetzt kommen. Er traf auf einen sichtlich nervösen Leiter Schallschutz der Flughafengesellschaft. Wie den vielen Betroffenen, so ist auch dem Minister unverständlich, wie die FBB beim Schallschutz vorgeht. Stellen Sie sich vor, Sie haben entlang einer Außenfassade, die Richtung Süden geht von mir aus, einen anspruchsberechtigten Raum und Sie haben einen Raum, der nicht anspruchsberechtigt ist. Also sagen wir mal ein Bad und ein Wohnzimmer. Das ist ja das Problem, ja. So, wenn ich außen dämme, ziehe ich die Dämmung durch. Dämme aber einen Raum, der nicht anspruchsberechtigt ist. Wenn ich innen dämme, dämme ich nur den anspruchsberechtigten Raum. Das ist eine Kostenfrage. Aber es ist auch Stückwerk. Zu den fachlichen Problemen kommt der ungenügende Stand der Bearbeitung. Von nur 538 versendeten Anträgen ist die Rede. Mittlerweile wird deshalb der geplante Beginn der Nordbahnsanierung schon wieder bezweifelt. Bisher wurde nur Papier bewegt, aber entscheidend ist die Umsetzung. Und bisher ist im Bereich des Tagesschutzbereiches nicht eine Schallschutzmaßnahme umgesetzt worden, obwohl wir die Mittel bereitgestellt haben. Sind die Gesamtkosten des Flughafens nun endlich bekannt? Ja, das wissen wir. Es sind etwas mehr als 5 Milliarden Euro, die das Gesamtkonzept in sich birgt, BER. Da sind bisher 1,6 Milliarden Euro an Steuergeldern investiert worden. Das andere sind Mittel, die der Flughafen selber kreditiert. Wenn wir jetzt wissen, was das Ding kosten wird, dann könnte man ja vielleicht auch mal darüber sprechen, wann wird er fertig sein. Der Herbst 2016, liege ich da einigermaßen richtig? Sie mögen vielleicht recht haben. Im Betriebnahmedatum wird er, so wie angekündigt, der Geschäftsführer am Ende des Jahres verkünden. Und ich gehe auch davon aus, dass das dann das endgültige Datum der Inbetriebnahme ist. Der linke Finanzminister hat dieses Projekt geerbt. Wir als Linke waren gegen diesen Standort, gegen dieses Vorhaben, einen Großflughafen zu errichten. Meine Kollegin Tack hat damals gesagt, zu groß, zu laut und zu teuer, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Leicht macht es die Linke ihren Wählern nicht, denn sie hat im Landtag fast alle Entscheidungen zum Flughafen mitgetragen. Ob sie damit auch ein pflegeleichterer Koalitionspartner als die CDU ist, wird der voraussichtliche Wahlsieger SPD nach dem 14. September entscheiden müssen.
Mit innerparteilichen Querelen hat die Brandenburger CDU in der Vergangenheit nicht gespart. Unter der Führung von Michael Schirak fanden die Schwarzen zu neuer Einigkeit. Kostenlose Bratwurst und Freibier. So spendabel sah BBB-TV nur die CDU in Fürstenwalde. Hier möchte jemand die politischen Vorzeichen radikal ändern. Und dafür muss man im Roten Brandenburg die eine oder andere Bratwurst spendieren. Michael Schirak, der Spitzenkandidat der CDU, möchte nichts weniger als Ministerpräsident werden. Diese Verantwortung hat die CDU in Brandenburg noch niemals tragen dürfen. Sie wird deshalb nicht müde, die Defizite der rot-roten Landesregierung aufzuzählen. Und wenn Sie zunehmend sehen, dass die Straßen verfallen und teilweise diese Straßen im schlechten Zustand sind, ein Drittel aller Landesstraßen sind im maroden Zustand, zwei Drittel aller Ortsdurchfahrten und jede siebte Brücke ist für Schwertransporte nicht mehr zu befahren und wird irgendwann auch gesperrt werden. Rot-Rot macht es der CDU leicht, immer wieder einzuhaken. Die beklagten Defizite spüren auch die Bürger. Geht es nach den aktuellen Umfragen, wäre die CDU zweitstärkste Kraft im Lande. Eine Landesregierung muss ihren Handlungsspielraum auch ausbauen und sie muss auch Handlungsspielraum beweisen. Denn wenn man das von vornherein aufgibt, braucht man keine Landesregierung. Und deswegen heißt es für mich als Union, als Ministerpräsident, klar Priorität setzen auf Bildung, auf Infrastruktur und auf die innere Sicherheit. In den letzten 5 Jahren wurden 3 Milliarden Euro durch die gute Konjunktur, 3 Milliarden Euro, also 3.000 Millionen Euro mehr eingenommen. Und jetzt frage ich Sie, wo ist dieses ganze Geld geblieben? Die Antwort liegt nahe. Es steckt im Flughafen. Trotzdem will die CDU am Standort festhalten. Diese Ansicht ist auch Dirk Hohmeier, Direktkandidat für Fürstenwalde. Und ganz wichtig und das Wichtigste überhaupt, dass das Infrastrukturprojekt zu Ende gebracht wird. Also mit anderen Worten, dass der Flughafen endlich ans Netz geht und nicht weiter Geld kostet, ohne Geld zu verdienen. Brandenburg besser machen, will die CDU. Dazu soll es bessere Straßen, schnelles Internet, mehr Lehrer und mehr Polizisten geben. Auch der Flughafen soll endlich fertig werden. Doch wer soll das bezahlen? Also, wo soll es denn herkommen? Na klar, wird es aus Steuermitteln kommen, Verschuldung, oder aber wir haben eine gute Konjunktur. Aber ich möchte vorher wissen, für was ein sinnlos Hineintun wird es mit mir nicht geben. Was sagen Sie zum Thema Nachtflugverbot? Also es gab ja eine Bürgerinitiative, ein Volksbegehren, das ist ja sehr erfolgreich gewesen. Wir haben das Volksbegehren abgelehnt im Parlament. Wir haben aber gleichzeitig im Gespräch mit den Menschen einen Kompromiss vorgeschlagen. Wir haben die Tegeler Regelung vorgeschlagen, also Nachtflugverbot von 23 bis 6 Uhr, damit eine Stunde mehr Schlaf auch möglich ist. Das ist leider von der Landesregierung abgelehnt worden. Das ist schade. Übrigens, das ist ja auch eine Forderung der Union, dass der Schallschutz in den Häusern umgesetzt wird, ist ja ein Skandal, dass die Landesregierung immer noch nicht bereit ist, das ist ja das, was ich höre, nicht intensiv bereit ist, tatsächlich für den Schallschutz in angemessener Weise zu sorgen, insbesondere von der SPD und Linkspartei, die 5 Jahre im Aufsichtsrat waren und eben nicht für den entsprechenden Lärmschutz gesorgt haben. Der muss 1:1 wie im Planfeststellungsbeschluss umgesetzt werden. Zurzeit läuft ja eine Volksinitiative gegen die dritte Start- und Landebahn. Wie stellt sich Ihre Partei dazu? Die Information, die ich jetzt habe, sagt mir, dass wir keine dritte Start- und Landebahn brauchen. Das ist das, was ich gegenwärtig höre, dass es auch nicht in der nächsten Legislaturperiode zur Diskussion kommt über die dritte Start- und Landebahn. Also von daher stellt sich diese Frage für mich jetzt überhaupt nicht. Freie Getränke und Bratwurst wird es auf Dauer auch nicht mit der CDU geben. Doch diese Partei hat sich in Brandenburg aus ihrem Tief herausgearbeitet. Den Linken ist sie ein ernsthafter Konkurrent für die Regierungsbeteiligung. Das Ziel ist, Rot-Rot in diesem Land abzulösen. Interessant könnte es werden, wenn eine der kleineren Parteien den Sprung in den Landtag schafft. Wir haben einige dieser Parteien vorgestellt. Sie finden die Beiträge auf bbbtv.de. Auf der Webseite für diese Sendung finden Sie auch eine Tabelle der Wahlprüfsteine für den BER, die die Bürgerinitiativen den Parteien vorgelegt haben. Fluglärmgegner haben es bei dieser Wahl nicht leicht. Die großen Parteien drücken sich vor echten Entscheidungen. Die kleineren haben eben auch weniger Einflussmöglichkeiten. Trotzdem bitten wir Sie, nehmen Sie Ihr Recht zur Mitbestimmung der Politik wahr. Wählen Sie eine demokratische Partei. Ich wünsche Ihnen einen schönen Wahlsonntag und bis zur nächsten Sendung eine gute Zeit. Musik